das? Also, wer hat denn das Ganze hier liegen lassen? So ein Chaos und sogar die Kerze brennt noch. Mann, oh Mann. Hallo Ricky, wie schön, dass du da bist. Hallo Ronja. So, endlich bin ich angekommen. Es ist so nass und kalt draußen. Oh ja. Aber das ist schön gemütlich hier. Warm und Kerze an und... Aber was ist denn hier alles? Ja, ich weiß auch nicht. Hast du nicht aufgeräumt? Nein, das war ich nicht. Ich habe mich das auch schon gefragt. Wir waren das. Was? Oh, ihr seid ja auch da. Hallo. Hallo. Hallo Yvonne und hallo Björn. Hallo ihr beiden. Na, wir wollten euch eine Geschichte erzählen. Die Weihnachtsgeschichte. Oh ja, die Weihnachtsgeschichte. Ich mag Geschichten gerne. Ja, ich auch. Sollen wir uns da in die Ecke setzen und zuhören? Ja, komm, los. Okay. In einer kleinen Stadt, Nazareth, lebte eine junge Frau mit Namen Maria. Sie war verlobt mit einem Mann namens Josef. Der stammte aus der Familie Davids. Aber Josef war kein König und er war auch nicht berühmt wie David. Er war nur ein einfacher Zimmermann. Doch eines Tages geschah etwas Unglaubliches. Maria war allein zu Hause. Da hörte sie plötzlich eine Stimme. Sei gegrüßt, Maria, du Gesegnete. Der Herr ist mit dir. Erschrocken sah Maria auf. Ein Engel war bei ihr, der blickte sie freundlich an. Maria war ganz verwirrt. Was soll das bedeuten, dachte sie bei sich. Ich soll gesegnet sein? Aber der Engel sprach, fürchte dich nicht, Maria, denn Gott hat dich gesegnet. Du wirst einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Der wird ein König sein, ein König wie David. Aber sein Königreich wird niemals aufhören, sondern ewig bestehen. Maria konnte es nicht fassen. Sie sollte ein Kind bekommen, ein Kind, das einmal König würde, der Retter, auf den alle warten? Maria fragte, wie soll das zugehen? Ich lebe doch mit keinem Mann zusammen. Wer soll denn der Vater dieses Kindes sein? Da sprach der Engel, Gottes Geist wird über dich kommen. Darum wird dein Sohn auch Gottes Sohn heißen. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Als Maria das hörte, verneigte sie sich und sprach, ich bin bereit. So soll es geschehen, wie du gesagt hast. Da ging der Engel wieder von ihr. Aber Maria lobte Gott und sang ihm ein Lied. Oh, Mann, das ist aber aufregend, oder? Ja, ein echter Engel. Ja. Oh. Mann, was muss Maria sich da erschrocken haben? Stell ja, dir das mal vor. Bestimmt. Aber ich wäre ganz mutig gewesen. Meinst du? Ja, bestimmt. Aber dann ein bisschen. Sie erfährt einfach, dass sie schwanger ist, einfach so, und sie soll Gottes Sohn zur Welt bringen. Oh ja, was für eine Nachricht. Unglaublich. Wie das wohl weitergeht? Ja, komm, wir hören weiter zu. Schnell. Endlich war es soweit. Der Retter kam in die Welt. Zu jener Zeit aber war Kaiser Augustus der mächtigste Herrscher der Welt. Er regierte in Rom über ein riesiges Reich und alle Welt musste tun, was der Kaiser befahl. Eines Tages schickte Augustus Boten in alle Länder und Städte und er ließ überall ausrufen, so befiehlt Kaiser Augustus, alle Menschen in meinem Reich sollen gezählt werden. Darum macht euch auf, zieht in eure Heimat, in die Stadt eurer Vorfahren und lasst euch dort zählen. Und euren Namen in Listen eintragen. Da machten sich alle auf den Weg und zogen in ihre Heimat, wie der Kaiser befohlen hatte. Auch Josef machte sich von Nazareth auf und zog nach Bethlehem, in die Stadt seiner Vorfahren, aus der einst auch König David kam. Maria, seine Verlobte, begleitete ihn. Sie war schwanger und erwartete das Kind, wie der Engel gesagt hatte.
Als die beiden nach Bethlehem kamen, war die Stadt überfüllt. Wo sollten sie nun unterkommen? Maria spürte, bald würde ihr Kind zur Welt kommen. Vielleicht schon in dieser Nacht? Gab es denn für dieses Kind keinen Raum in der Stadt? Sie fragten und suchten nach einer Herberge, aber am Ende fanden sie nur einen Stall. Stroh bedeckte den Boden und eine Futterkrippe stand in der Ecke. Und da geschah es. Mitten in der Nacht wurde das Kind geboren, von dem der Engel geredet hatte. Maria wickelte es in Windeln und legte es in die Krippe. Es war ein hilfloses Kind wie jedes andere. Und doch war es ein besonderes Kind. Das Kind, das der Welt den Frieden Gottes bringen sollte. Noch war es ein Geheimnis. Niemand in Bethlehem ahnte, was in dieser Nacht geschehen war. Aber bald sollten es alle erfahren. Jesus, der Retter der Welt, war geboren. Ah, Jesus ist geboren. Unglaublich, aber einfach in so einem Stall? Ja, und ein ganz, ganz kleines Baby. Ja, und das soll der Retter der Welt sein, auf den alle warten? Ist ja unglaublich. Mann, oh Mann, der König, der Retter der Welt in einem kleinen Stall geboren. Eine tolle Nachricht, oder? Ja, finde ich auch. Aber das muss doch jeder wissen. Ja, aber wie erfahren die es denn? Ja, ich weiß nicht. Lass mal schauen, wie es weitergeht. Ja, komm, wir setzen uns wieder. Es war Nacht. Draußen vor der Stadt wachten Hirten bei ihren Schafen. Ganz dunkel war es um sie her. Aber plötzlich schreckten sie auf. Was war das? Mitten in der Nacht wurde es hell, taghell. Ein Licht leuchtete auf, noch heller als die Sonne. Und in dem Licht erschien ein Engel vor ihnen. Die Hirten wussten nicht, wie ihnen geschah. Sie waren geblendet von dem Licht und zitterten vor Angst. Aber der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen zuteil werden soll. Denn euch ist heute der Retter geboren, Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das ist das Zeichen, an dem ihr den Retter erkennt. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Als der Engel noch sprach, sahen die Hirten plötzlich noch viel, viel mehr Engel, die sangen und jubelten: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Hirten standen da und lauschten, bis der Gesang verklungen war. Dann wurde es wieder still und dunkel um sie her. Doch die Hirten riefen: Habt ihr gehört, was der Engel gesagt hat? Der Retter ist da! In Bethlehem ist er geboren, in dieser Nacht! Auf, wir wollen gehen und sehen, was dort geschehen ist. Da ließen sie ihre Schafe zurück und eilten nach Bethlehem und fanden das Kind mit Maria und Josef. Es lag in der Krippe und war in Windeln gewickelt, wie der Engel gesagt hatte. Da erzählten die Hirten, was sie gesehen hatten und was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Maria hörte ihnen zu und staunte und schwieg. Und sie dachte im Stillen daran, was ihr der Engel gesagt hatte. Die Hirten aber liefen hinaus auf die Straßen der Stadt, sangen und jubelten: Gelobt sei Gott, der Retter ist da, hier in Bethlehem ist er geboren. Wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen. Jubelnd kehrten sie zu ihren Schafen zurück. Und als ihre Lieder längst verklungen waren, klang das Lied der Engel immer noch weiter in ihren Ohren. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Mann, oh Mann, oh Mann! Noch mehr Engel überall! Das ist ja der Wahnsinn! Oh, aber endlich
wissen das ganz viele Leute. Ja. Dass Jesus geboren ist. Ja, und sie sangen und freuten sich und die Hirten hören immer noch die Lieder erschallen. Ist das nicht toll? Ja, echt. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Oh ja, aber ich hätte vielleicht auch ein bisschen Angst gehabt. Hm, stimmt auch, ja. Aber trotzdem toll. Sag mal, meinst du, das erfahren denn jetzt noch mehr? Bestimmt. Das geht bestimmt hinaus in die ganze weite Welt, oder? Ja, komm, wir hören mal weiter ja, zu. Ja, schnell. Weit im Osten, wo die Sonne aufgeht, lebten damals Sterndeuter, kluge Gelehrte. Sie kannten jedes Sternbild und jeden Stern am Himmel. Sie wussten, wann er aufging und wann er unterging und was sein Lauf bedeutete. Eines Nachts, als sie wieder zum Himmel aufschauten, entdeckten sie einen neuen Stern. Der strahlte heller als alle anderen Sterne. Was für ein Stern, riefen sie. Das muss ein Königsstern sein. Sicher ist irgendwo ein neuer König geboren. Aber wo? In welchem Land? Sie forschten in ihren Schriften und überlegten lange. Da sagte einer, vielleicht im Land der Juden? Ja, fielen die anderen ein, im Land der Juden muss es sein. Auf, worauf warten wir noch? Wir wollen das Kind suchen, vor ihm niederknien und ihm unsere Geschenke bringen. Da sattelten sie ihre Kamele, luden kostbare Geschenke auf und machten sich auf den Weg, das Kind zu suchen. Am Himmel leuchteten die Sterne und siehe da, auf einmal stand der Stern wieder am Himmel. Derselbe Stern, den sie zu Hause gesehen hatten. Voller Freude ritten sie dem Stern entgegen, bis sie vor ein Haus kamen. Es schien, als bliebe der Stern über diesem Haus stehen. Sie hielten an, stiegen von ihren Kamelen, eilten hinein und sahen das Kind. Jesus, Marias Sohn. Es lag im Arm seiner Mutter und sah aus wie ein gewöhnliches Kind. Und doch war es der König, den sie suchten, der König, den einmal alle Könige anbeten sollten. Da fielen sie auf die Knie, beteten das Kind an und breiteten ihre Geschenke aus. Ein Kästchen mit Gold, eine Schale mit Weihrauch und einen Krug mit Myrrhe. So viele Geschenke. Oh. Ja, das hätte ich auch gern. Aber bald ist ja schon Weihnachten. Da gibt's doch Geschenke, oder? Oh ja, und damit freuen sich auch alle Kinder auf der Welt und die Erwachsenen auch. Und so können wir die Freude einfach teilen und miteinander feiern. Genau. Oh. Und was machen wir jetzt? Weißt du was? Ich habe eine gute Idee. Was denn? Sag mal. Naja, ich freue mich so sehr auf Weihnachten. Mhm. Ich glaube, ich gehe jetzt zu Hause noch ein bisschen vorbereiten und noch ein bisschen schmücken für die Weihnachtszeit. Ja, und ich gucke und suche nach meiner Krippe. Ich glaube, die habe ich auch im Keller. Das ist eine gute Idee. Hier, die Krippe ist ja auch sehr schön. Ich glaube, ich suche meine Krippe jetzt auch. Okay, dann lass losfliegen. Ja, tschüss. Tschüss.